Hallo, guten Abend. So, unser Thema wird heute Abend sein der Dativ und zwar in allen verschiedenen Versionen. Und dazu gucken wir uns als erstes jetzt mal schnell die Artikel an. Also wir haben den Artikel dem, der, dem und dann nochmal den und alles, was dazu gehört. Hallo Merabi, hallo Silvester, hallo Emcida, guten Abend, wie geht's? Schönes Wochenende allerseits. Also, ich hoffe, dass alle gutes Wochenende verbracht haben und dass alle ein bisschen so gefeiert haben und so weiter und so fort. Unser Thema ist heute Abend der Dativ. Hallo Nabila, hallo Queen Beleto, hallo Pervan, oh, lange nicht gesehen, hallo Dunja, guten Abend, hallo Heidi. So, ja, wir gucken uns jetzt das Ganze mal an zusammen. Wie benutze ich ein Dativ? Hier ist nochmal eine kleine Zusammenfassung. Und da können wir jetzt einfach üben, ob wir jetzt mit Präpositionen oder mit Verben wollen, wie wir Lust haben. Hallo Afrem, dann ist es nämlich auch relativ gut, so dass jeder sein Niveau hat. Genau. Also, hallo Mohammed, Servus. Also, wir fangen mal an zum Beispiel. Ich sage es dir, aber nicht, ich begrüße dich. Das ist nämlich Akkusativ. Dann, ich gebe es dir, ich schicke es dir und so weiter. Hallo Kibrom, hallo Lara. Guten Abend. So, unser Thema ist heute Dativ. Hallo Aziza, hallo Viorica, hallo, guten Abend. Dann geht's weiter. Das klingt irgendwie rumänisch, oder? Dann machen wir doch mal da weiter. Ich gebe euch noch mal den Link. Da könnt ihr euch alles auch noch mal kurz angucken. Da ist eine Zusammenfassung von dem Ganzen. Ja, genau. Und dann machen wir da weiter. Hallo Hamuda, guten Abend. So, auf dem Link findet ihr erstmal eine ganze Ansammlung von Artikeln. Was will ich denn sagen eigentlich hier? Hallo Richard, guten Abend. Und ja, und dann könnt ihr zusammen mit den Artikeln unten eine Liste von Verben finden, die immer den Dativ benutzen. Und natürlich gibt es auch noch die Präpositionen, also wie immer natürlich. Dann, Ihre Videos gefallen mir. Aha, super. Gefallen, das ist Plural, weil Ihre Videos sind Plural. Also, Ihre Videos gefallen mir. Aha. Dann, hallo Diana. Genau, dann, ich warte auf die C1-Ergebnisse. Wow, Dunja, cool. Super, aber du hast bestimmt bestanden. Dann, Kibron, ich grüße euch. Ja, genau, richtig. Das ist Akkusativ. Ich grüße dich. Ich grüße euch. Aha. Super. Hallo Monir, guten Abend. Servus. So, also Monir, ich habe so in den letzten Tagen so ein bisschen Videos gemacht mit Nomen- und Verbverbindungen, die kommen, aber die kommen erst irgendwie so in der Woche, weil die noch nicht so ganz fertig sind. Dann für mich, was für mich das Dativ- und Wechselpräposition ist, das Schwierigste. Ja, genau, MC da, und deswegen machen wir das jetzt auch. Nicht nur für dich, also da gibt es ganz viele, die das immer nicht so ganz verstehen. Dann Pervan, hallo, Servus. Also MC da, einfach alle Beispiele sind okay. Zum Beispiel, ich nehme das Telefon in meine Hand, aber wo ist es? In meiner Hand, Dativ. Dann Queen Beleto schreibt hier, ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag. Super, Dankeschön. Aber der ist erst im Oktober. Hallo Amal, Servus, guten Abend. Also Amal, wir üben heute Dativ, aber du kannst es gerne auch mit Konjunktiv irgendwie kombinieren. Also das passt schon. Dann hier, ich helfe dir mit der Hausaufgabe. Super. Oder bei Diana. Bei klingt schöner. Ha? Dann Tabir, hallo, Servus. Und als nächstes schreibt hier Silvester. Ich habe Angst vor der Prüfung, wie der Teufel vor dem Weihwasser. Ja, super. Dann das nächste hier. Es macht mir Spaß, mit euch Deutsch zu lernen. Dunja, großes D. Aha, und MC da. Ich fahre mit dem Auto durch die Stadt. Durch die Stadt, Akkusativ. Durch ist immer Akkusativ. Durch plus Akkusativ. Okay? Ganz wichtig. Dann kommt als nächstes hier. Aziza, ich freue mich, dich zu sehen. Genau. Und Samad, hallo, Servus. Und Selam schreibt hier, guten Abend, hallo. Dann Diana schreibt hier, das Fahrrad gehört mir. Genau, richtig, das Fahrrad gehört mir. Oder das Fahrrad gefällt mir. Ich schenke dir das Fahrrad. Aha. Dann diese Verbindungen kommen. Diesen, nee, andersrum. Entweder dieser Verbnomen oder Nomen-Verb-Verbindung kommt große Bedeutung zu oder diesen Nomen-Verb-Verbindungen kommt bla 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 zu. Perfekt. Nicht so schlecht. Aber du drehst es um. Dann hallo, Frau Tesei. Hallo. Wie geht's? Dann, was ist das hier? Es passt zu dir nicht. Es passt nicht zu dir. Es passt nicht zu dir. So rum ist besser.
Dann hallo Ali, servus, viele Grüße, Grüße in die Türkei. Dann der Kuchen schmeckt gut, genau, oder schmeckt mir gut. Und Ajal, hallo, servus. Dann Isto ist da, dankeschön. Bis bald, Ali. Dann kommt Amal als nächstes. Wem gehört dieser schöne Live-Chat? Welcher Artikel? Der Chat. Also bei mir ist es der Chat. Aha, der. Dann, wenn du nicht weißt, machst du immer der einmal. Dann Jeanette schreibt hier als nächstes. Hallo, ich war lange nicht hier. Wie geht es Ihnen? Ja, super. Viele Grüße. Ich versuche nie anpassen. Was? Ich versuche mich anzupassen oder sowas. Dann hier. Ich habe gestern eine schöne Hose gekauft, aber sie passt mir nicht. Oh Gott. Dann Naima, hallo, guten Abend. Und Munir, diesen Nomen-Verb-Verbindungen kommt große Bedeutung zu. Super, perfekt. Weil es gibt ja viele, es gibt nicht nur eine und Nomen-Verb ist besser als Verb-Nomen, okay? Dann Burak schreibt das nächste, hallo, servus, wie geht's? Und Amal, alles klar, ja genau. Ja, einfach so Amal, wenn du nicht weißt, die Chance für Maskulin ist ungefähr 50%, außer diese typischen Endungen wie Unheit, Keit und so weiter, die sind natürlich feminin, aber der Rest ist meistens maskulin. Naja, nicht meistens. Dann hier, was ist das da? Aurora, hallo, guten Abend, viele Grüße nach Krefeld. Dann Burak, hallo. Dann Diana ist wieder weg. Und Dunja, was kann man nach C1 machen? Nichts, einfach dann bist du perfekt. Dunja, wenn du C1 bestanden hast, dann bist du ziemlich perfekt. Du kannst C2 machen, aber das brauchst du, glaube ich, nicht. Weiterlernen, Bücher lesen, sprechen. Dann Saber, hallo, servus, hallo aus Japan. Was ist das? Perceptron. Hallo, servus, guten Abend. Und Tesai schreibt hier als nächstes, heute habe ich mit meiner Tochter Ball gespielt. Woher kommst du denn aus Japan? Nicht from Japan, sondern aus Japan. Aha, aus Japan. Dann rote Farbe steht mir gar nicht. Nein, rot steht mir gar nicht. Dieses Farbe kannst du weglassen. Das ist automatisch eine Farbe rot. Ja? Dann Queen Beleto schreibt hier, wenn du willst, dann helfe ich dir in der Küche. Dann helfe ich dir. Mhm. Und Diana als nächstes, kann ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Nein, habe ich schon. Dann kommt Richard als nächstes. Die Schuhe passen mir nicht, genau. Deswegen werde ich sie umtauschen müssen. Super. Und Mustafa, hallo, guten Abend. Dann Nabila schreibt als nächstes. Wenn unsere Zusammenarbeit, großes Z, Zufriedenheit bringt, werde ich bei Ihnen Stammkunde. Perfekt. Super. Bist du schon. Dann rot steht mir gar nicht. Ja, genau. Rot. Und dann schreibst du rot groß, weil das am Beginn des Satzes ist. Einmal. So, also weiter geht's. Nächster Satz. Ich gebe euch mal nochmal den Link. Da könnt ihr das Ganze dann nochmal nachlesen, wo man das findet. Okay, und dann machen wir gleich weiter, kommt der nächste. Also zum Beispiel, ich verabschiede mich von dir, von plus Dativ. Dann Samad, hallo, guten Abend, ich komme aus Afghanistan, kein Problem, willkommen hier. Und morgen geht es auch weiter, Samad. Aha, dann geht's weiter, Diana schreibt hier, die Hose steht dir perfekt. Nee, die Hose steht, Diana, eine Hose. Und die Hosen stehen, das sind zwei Hosen. Dann das nächste. Lieber Lehrer, ist der Satz richtig? Ich möchte ein neues Konto eröffnen lassen. Nee, eröffnen. Einfach eröffnen, Burak. Eröffnen. Ohne lassen. Lassen muss weg. Dann kommt hier Kwaku als nächstes. Hallo, guten Abend. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Was am Sonntagabend? Was ist denn das für eine Arbeit? Dann geht's weiter hier. Das bestimmte Restaurant oder sowas. Dann geht's weiter. Ich gebe euch nochmal hier den Link. Da könnt ihr euch das ganze Thema auch nochmal durchlesen. Also, wir haben auch außerdem aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Also, das sind 7 Stück. Aus, bei, mit, nach, ja, genau, es sind 7 Stück. Und die gehen natürlich auch immer mit Dativ. Hallo, Hamide. Ich komme aus Frankfurt. Willkommen. Und Erdogan, hallo, servus, guten Abend. Hier, hallo, ich komme aus Schweden. Ja, super, aber komme, ich komme. Aha. Dann Tesal schreibt hier, guten Abend, unser Lehrer. Hallo, servus. Was hast du heute gemacht? Nichts, Videos und die Wohnung geputzt und Kaffee getrunken. Dann Amal, Sie erklären uns immer super, wenn wir ein Wort nicht verstehen. Ja, genau, Sie erklären es uns immer super, wenn. Sie erklären es uns immer super, wenn.
Okay, einmal und ein Komma, super Komma. Dankeschön. Und MC da als nächstes. Ich habe Hunger. Ich habe heute mit meinen Kindern lange geübt, und denn mein Sohn hat morgen eine Deutscharbeit. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Ja, ich wünsche ihm auch viel Erfolg. Viel Erfolg, Sohn von MC da. Dann kommt Yusuf als nächstes. Hast du gehört, Mustafa Mohammed, aus Deutschkurs will seine Wohnung renovieren und er braucht Hilfe. Hilfe, also das Nomen, Leute, ist Hilfe. Das Verb ist helfen. Okay, aber er braucht Hilfe, nicht helfen. Dann Nejmi oder so. Hallo, Nejmi, glaube ich. Dann, hallo, ich komme aus Mannheim. Willkommen. Dann hier, ich habe in meiner Hand einen Apfel. Dunja, einen Akkusativ. Dann, ich komme aus Marokko und jetzt lebe ich seit 9 Jahren in Frankfurt. Aha, das ist Naima. Dann kommt Richard als nächstes. Die Politik gefällt mir nicht. Nein, die Politik gefällt mir nicht, Die Politik gefällt mir nicht. Okay, gefällt. Weil ich den Politikern, Richard, so, Dativ Plural. Dann kommt als nächstes hier Kibram. Kannst du ihn bitte zu ihm kommen? Was? Kannst du ihn fragen, ob ich zu ihm kommen kann? Oder kannst du ihn bitten, ob ich zu ihm kommen kann oder so etwas? Das ist ein bisschen seltsam. Dann im Fall von einer Stornierung muss man unbedingt eine Entschädigung zahlen oder nicht? Ja, genau. Nee, muss man nicht. Also im Fall einer Stornierung von weg einfach. Dann einmal. Sie erklären es uns super. Oh, cool. Dankeschön. Und hallo Ismail. Servus. Und dann kommt Burak als nächstes. Lieber Lehrer, was ist der Unterschied zwischen ich habe mich versehen und ich habe übersehen? Ah, versehen ist falsch sehen und übersehen nicht sehen, okay? Also falsch und nicht. Dann, ich wünsche einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch, Amran. Dann Quarko als nächstes. Wir arbeiten immer sonntags, genau. Dann Diana, ich muss Ihnen übermorgen leider absagen. Aha. Dann Saida, hallo, servus, du kommst auch aus Marokko, willkommen. Dann Suat, hallo, guten Abend. Und Belizio ist auch wieder da, hallo, lange nicht gesehen. Dann kommt als nächstes hier MC da. Herr Lehrer, ist es so richtig? Blablabla, mit denn. Ich habe heute mit den Kindern lange geübt. Ja, natürlich, das ist richtig. Also mit meinem Kind oder mit meinen Kindern. Entweder mit meinem Kind oder mit meinen Kindern. Aha. Denn mein Sohn hat morgen. Ja, ja, das ist super, MC da. Super, aber mit meinem Kind oder mit meinen Kindern. Dann, mir fällt momentan nichts ein, um einen Satz zu schreiben. Guck mal auf den Link, da findest du alle Dativverben. Dann seine verstorbene Frau fehlt ihm sehr, Diana, aha, und Munir. Seiner Aussage zufolge ist er nicht fremdgegangen, aber seine Frau hat sich damit auseinandergesetzt und dafür schließlich entschieden, ihn eine Woche zu verlassen. Okay, oder ihn eine Woche vor die Tür zu setzen. Also trotzdem nochmal, hat sich schließlich entschieden. Aha. Dann, was bedeutet in Kauf nehmen? Das ist wie akzeptieren oder riskieren. Riskieren, verstehst du das, Amran? Riskieren. Dann, normalerweise steht die Vase an der Ecke oder in der Ecke, aber meine Schwester stellt sie auf den Boden. Dann, hallo, ich komme aus dem Iran, Halime, hallo. Dann, ich lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Willkommen. Und Samad, ich komme aus Afghanistan seit 6 Jahren lebe ich in der Schweiz. Seit. Dann kommt Amal hier. Was ist da? Nichts. Amal, gleich. Dann das nächste hier. Sie glaubt ihm nicht mehr. Genau. Und dann wieder. Die Impfung ist weltweit, hat sich erwiesen, Nabila. Aha, ja, das verstehen aber manche Leute hier nicht. Dann, hallo George, dann kommt als nächstes hier Salam. Mein Freund hat gestern mit mir telefoniert. Mit mir. Dann Diana, willst du mir etwa drohen? Okay, dann Tizai, Lehrer, was trinkst du heute? Heute Tee, schwarzen Tee. Dann das nächste hier.
Hallo, hier, ich lerne doch im Deutschkurs. Mir gefällt die deutsche Sprache sehr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke, Nejmi. Woher kommst du denn? Dann kommt der nächste hier. Das genügt mir. Wow, super, das ist gut. Das genügt mir. Das ist so wie, das ist genug für mich. Aha. Und einmal, okay, genau. Also trauen hat noch andere Bedeutungen, wie zum Beispiel verheiraten oder so etwas einmal. Okay. Dann kommt als nächstes Khaled. Hallo, Servus, guten Abend, wie geht's? Und Ajar schreibt hier, er kommt mit seinen Eltern mit. Also das ist mitkommen mit oder er kommt zusammen mit seinen Eltern. Hallo, guten Abend. Dann Rayhona schreibt hier als nächstes, hallo zusammen, ich komme aus Tadschikistan, willkommen. Dann, hier gibt es immer Leute aus Tadschikistan, voll cool. Dann, mir platzt gleich der Kragen. Aha, super. Dann, danke, was bedeutet Beachtung finden? Also, das ist ein bisschen so wie sehen oder manchmal auch respektieren am Rand. Das kommt ein bisschen auf den Satz drauf an. Dann, Mustafa, gute Nacht. Aha, ich muss morgen früh aufstehen. Tschüss. Oh Gott, ich morgen auch. Dann, ich komme aus Serbien. Ah, Preševo. Ah, das ist. Ah, okay, alles klar. Okay, jetzt habe ich verstanden. Okay, alles klar. Das ist da, wo man Albanisch spricht, oder? Dann Isto, hallo, Servus. Und Khaled schreibt hier, mir geht es super, danke. Und Ihnen? Ja, perfekt. Dann kommt Hayam, hallo, guten Abend. Und Richard, die Politik gefällt mir nicht, weil ich den Politikern nicht vertraue. Warum den? Das ist Dativ Plural, Richard. Dativ Plural, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Vertrauen plus Dativ, okay? Plus Dativ, okay? So schreibt man das. Verstanden? Aha, dann Diana. Dann ein Urlaub wird dir gut tun. Ja, genau. Und Shukriya, hallo, guten Abend. Dann, ja, genau, Nejmi. Okay, alles klar, dann habe ich verstanden. Dann kommt der nächste Kibrom. Anbieten und bestellen bedeutet ähnlich. Nee, anbieten ist wie geben und bestellen, du willst haben. Das ist das Gegenteil. Anbieten ist so wie Angebot im Supermarkt oder so. Und bestellen im Restaurant, wenn du haben willst. Dann einmal, ich muss immer meinem Hausarzt Bescheid geben, großes B, wenn ich den Termin nicht wahrnehmen kann. Ja, genau. Dann ich vermute, alter Verbrecher, was? Genau, dann kommt der nächste hier. Richard, danke. Okay, und Silvester, aha, wie alt sind Sie? Privat. Dann Josef, 21. Dann ich stehe um 7 Uhr. Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. Dann richtiger oder falscher, morgen geht in den Deutschkurs. Was? Morgen gehe ich, Tesai. Morgen gehe ich. Dann kommt Munir als nächstes. Seiner Aussage zufolge ist er nicht fremdgegangen, aber seine Frau hat sich damit auseinandergesetzt und dafür schließlich entschieden und sich schließlich dafür entschieden, mit ihm erst in einer Woche zu reden. Ja, perfekt. Und sich schließlich dafür entschieden. Dann kommt als nächstes Ismail. Wohin ist Peter, ein T, gegangen? Antwort: Er ist zum Flughafen, um seine Familie abzuholen. Seine Familie, eine Familie, nicht zwei Familien, Ismail, glaube ich, oder? Dann MC da als nächstes. Was ist das da? Der Weltmeister Djokovic ist nicht geimpft und durfte nicht länger in Australien bleiben. Genau, und tschüss. Dann die Kirchen, was die Kirschen, nicht die Kirchen schmecken, die Kirschen mit SCH. Kirche ist für die Kirche zum Beten. Dann die Kleider gefallen ihr. Dann Hamide, hallo, Servus, ich fange am 20. Februar einen Deutschkurs an. Und Jana, das nutzt mir gar nichts. Genau, und einmal privat, ja, genau, natürlich, einmal, sieht man doch, oder? Dann kommt als nächstes Agnes. Hier, Servus, wie geht's? Und Maximilian, guten Tag. Dann kommt hier als nächstes Queen Belito. Ich biete der Frau Wasser an. Aha. Dann kommt Burak als nächstes. Ich habe heute im Straßenverkehr ein Auto gesehen, das das Kennzeichen hinter der Windschutzscheibe hatte. Ist es eigentlich erlaubt? Ja, darf man. Also, weiß ich nicht. Habe ich auch schon mal gemacht. Wenn das Auto neu ist, Burak. Dann, ich glaube, verboten, aber macht man so. Dann bitte folgen Sie mir unauffällig. Aha. Und MC da? Herr Alex Preševo ist in Serbien, aber die meisten reden Albanisch. Ah, Sie wissen alles. Ah, ja, danke schön, MC da. Ja, ich weiß schon. genau. Dann, ich hoffe,
Es ist so ein Tal, oder? Breschewo ist so ein Tal, oder? Sehe ich das richtig? Dann, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, genau. Dann nochmal guten Tag und Janet, hallo. Was bedeutet schmecken? Schmeckt gut. Dann, Nejmi, ich bin interessiert, dass ich so schnell die deutsche Sprache, ich finde es interessant. Oder ich bin interessiert, um die deutsche Sprache zu lernen. Aha. Dann, Nada, hallo. Heute schmeckt mir das Essen nicht, weil meine Mutter nicht gekocht hat. Aha. Dann Fatime, hallo, guten Abend, Servus und Diana. Das Kind ähnelt seiner Oma sehr. Aha. Und Alimax, hallo, guten Abend. Aha. Seit wann sind Sie live? Seit 20 Minuten, würde ich sagen. Dann kommt der nächste hier. Amal, hallo Ali. Ganz, mir geht's gut. Okay. Und Reona schreibt hier als nächstes. Hier können Sie mal lachen. Nein. Dann. Karim schreibt hier, guten Abend, hallo und so wieder, guten Abend. Also nochmal für alle Leute, die jetzt gerade gekommen sind, wir üben heute Dativ, okay? Dann gut und dir. Und Tesai schreibt hier, ich bin verheiratet, ich habe eine Tochter und ich habe euch eine, was? Nein, ich habe eine Tochter. Tesai, der letzte Satz ist falsch. Die anderen zwei sind gut. Dann Diana. Das ist mir vorher noch nie passiert. Also, jetzt machen wir mal Dativ Plural. Also, vorhin hat jemand gesagt, warum hat den Politikern ein N? Das ist Dativ Plural. Den Lehrern. Also, Richard zum Beispiel. Den Lehrern. Den Männern. Okay? Also, da muss immer so ein N hinten dran. Dativ Plural. Üben wir doch mal ein paar Sätze damit. Dann, Leute, ich habe die B2 nicht bestanden. Oh Gott, Fatima. Ja, du kannst noch mal üben. Komm, weitermachen. Power. Dann, ich habe gehört, dass unser Lehrer nett ist. Aha, ich hoffe. Dann, das freut mich zu hören. Hallo Rosa, guten Abend. Und Muffet, hallo, guten Abend. Wie geht's? Also, Moment. Und Nummer zwei, wir üben heute Dativ. Also, ich habe euch gerade eben den Link geteilt. Da sind die ganzen Verben noch mal drauf. Also, zum Beispiel, wir benutzen Dativ Plural. Gab es Unterricht? Was gab es? Privatunterricht nehmen? Gibt es hier Privatunterricht? Also bei mir im Moment nicht, weil ich so busy bin, aber irgendwann vielleicht mal wieder. Dann, ich habe kein Vertrauen zum Englischlehrer, der in meiner Schule unterrichtet. Wieso? Dann, wie gut ist mit ihnen zu lernen. Wie gut ist es, mit ihnen zu lernen? Ja, dann macht das hoffentlich Spaß, Nenschmi. Dann Prost, okay. Und Tatjana, hallo. Oh, Tatjana mal wieder da. Guten Abend. Dann Diana schreibt hier, du schadest dir nur selbst, wenn du lügst. Ja, genau. Und Kibrom, ich biete dir ein gutes Buch an. Super, super, genau. Ich biete dir ein gutes Buch. Ein gutes Buch. Ein gutes Buch, Kibrom. Ein gutes Buch, Akkusativ. Und Kossi, hallo. Dann, was bedeutet angespannt? So, angespannt. Dann kommt Ali Max als nächstes. Danke für die Nachfrage. Mir geht's gut und dir auch. Okay, dann MC da. Bei der Arbeit, Handy ist bei der Arbeit ist das Handy verboten, aber trotzdem benutzen wir es alle heimlich. Okay, also bei der Arbeit ist. Und Nada schreibt hier, ich gratuliere dir zu deinem neuen Baby. Aha. Und Straßburg Oran, hallo. Das klingt irgendwie französisch und algerisch gemischt. Okay, so, jetzt machen wir doch mal gleich weiter. Kommt der nächste hier, Burak. Lieber Lehrer, Sie interessieren sich für ein Auto und Sie rufen den Besitzer an, ob Sie das Auto besichtigen dürfen, anschauen dürfen. Kann man ein Auto besichtigen? Also, nee, besichtigen ist für Wohnungen und Städte. Normalerweise, das Auto schaut man an oder ausprobieren oder sowas. Anschauen, anschauen. Verstanden, Burak? Dann kommt als nächstes einmal. Sagen Sie bitte, ob meine Aussprache gut ist. Pff, haha. Dann das nächste hier. Guten Abend, Servus, hallo Isto. Und Nabila schreibt hier als nächstes. Ich bin froh, was? Ich bin fest entschlossen, die Chancen, die mich vor, nee, die mir vorliegen, zu nutzen. Aber ich muss darüber gut nachdenken, ohne E. Dann kommt der nächste hier. So, dann kommt hier Halime. Mein Sohn, was ist das hier? Ist einmal geimpft. Ey, was? Jetzt ist irgendwas Komisches gerade hier passiert. Also, mein Sohn ist einmal geimpft.
Und nächste Woche bekommt er die zweite Impfung. Das war Halime. Dann kommt als nächstes hier, ich habe einen Termin in der Fahrschule und möchte einen Busführerschein machen. Ein Wort, Busführerschein. Dann hallo Marco Polo. Dann hallo zusammen Straßburg. Dann kommt Kibrom als nächstes. Was ist der Unterschied zwischen ich gebe dir ein Buch und ich biete dir ein Buch an? Ich gebe dir es direkt und ich biete es dir an. Ist so, möchtest du oder nicht? Kibrom verstanden? Willst du oder willst du nicht? Das ist mehr eine Frage, okay? Dann kommt Selam als nächstes. Ich habe meinen Kollegen Bücher. Ich habe die Bücher meinem Kollegen zurückgegeben. Aha. Und Kossi, danke. Und Silvester, ich habe kein Vertrauen zum Englischlehrer, weil er mich dazu gezwungen hat, Englisch auf Stufe C1 zu lernen. Aha. Er denkt, dass diese Stufe für Anfänger ist. Was? Das ist ein bisschen komisch. Dann Hafso, hallo, guten Abend und Fatime. Beim dritten Mal ist es nicht lächerlich. Nein, das ist kein Problem. Alles egal, Fatime, einfach nochmal machen. Und Anna, hallo, servus. Dann kommt Rayhona, hallo. Also schreib einfach mal Dativsätze. Dann kommt als nächstes Queen Beleto. Hier, dieses Haus bietet sich für ein Treffen an. Und Tesai, gute Nacht, servus, tschüss, bis nächstes Mal. Diana als nächstes. Peter hat seinen Kindern das Fahrrad geschenkt. Und Burak, ich habe sie ganz klar verstanden, mein Lehrer, ich rufe ihn an, um das Auto anzuschauen. Perfekt. Und Richard schreibt als nächstes, das Essen hat mir sehr gut geschmeckt, umdrehen, obwohl es nicht alle essen konnten oder obwohl ich nicht alles essen konnte. Everything, alles, Richard. Everything. Also alles ist everything. Ah, dann kommt Hafso als nächstes. Ich möchte einen Online-Deutschkurs machen. Aha. Dann kommt Fasana. Guten Abend. Hallo, servus Fasana. Wie geht's? Ja, alles perfekt. Schönes Wochenende gehabt, hoffentlich. Dann kommt Fatime als nächstes. Es ist lächerlich, wenn man... Nein. Nicht lächerlich, Fatime. Ganz normal. Kenne ich mehrere solche Leute. Alles gut. Und Selam, danke. Aha, nur teuer. Das ist das Problem. Und Hanan, hallo, servus. Und Diana schreibt hier, der Baum steht vor dem Fenster. Und Fahim, hallo, servus. Dann Subida schreibt hier, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Geburtstag. Ja, perfekt. Okay, dann eine Sekunde. So, und es geht weiter. Dann kommt der nächste Satz. Tesai, gute Nacht. Dann kommt der nächste hier, Nada schreibt hier, jedes Mal, wenn ich einen Schnelltest machen möchte, muss ich lange in der Schlange warten. Das muss man buchen. Dann schönen Abend, gute Nacht. Gute Nacht. Und Burak als nächstes, die Mutter droht ihren Kindern an, weil sie, nee, dafür, ja genau, Burak, da war irgendwas falsch, keine Ahnung, droht ihren Muttern, ihren Kindern. Dann das nächste hier, das Essen hat mir sehr gut geschmeckt. Obwohl ich nicht alles essen konnte. Obwohl ich nicht, Richard, das S muss weg. Alles ist gut, aber obwohl ich nicht alles essen konnte. Alles ist S, okay? Everything. Everything. S weg. Dann kommt Nabila als nächstes. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich in meiner Eigenschaft als Kunde bei Ihnen als Kunde keinesfalls zufrieden war oder so etwas. Der Satz ist komisch. Hallo, Wasner. Dann kommt Burak als nächstes. Was ist das da? Die Mutter droht ihren Kindern an, weil sie ihr Zimmer... Nee, droht ihren Kindern ohne an. Burak, an muss weg. Und Hanan als nächstes. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Wünsche ich dir auch. Dann hier, es schmeckt mir nicht mehr, dennoch ist das Essen nicht schlecht oder dennoch ist es nicht schlecht, Kibrom, ist es, umdrehen, ist es. Aha. Dann Samad als nächstes, guten Abend, hallo, ich muss morgen früh aufstehen, um 6 Uhr zur Arbeit gehen, genau. Und Tatjana als nächstes, was relaxter, dass
Deutsch. Ja, aber relaxed. Relaxed mit A. Relaxed. Das ist Deutsch. Also das ist eigentlich Englisch, aber wir benutzen das auch. Dann kommt Halime als nächstes. Ups, jetzt habe ich ein paar nicht gesehen. Hier, ich gehe ins Bett. Ich stehe morgen früh auf. Früh auf, nicht freue. Früh. Dann kommt Rayhona. Hier. Wir haben das Glück, dass meine drei Kinder gesund sind. Aha. Und Fasana, ich habe seit langem nicht teilgenommen. Kein Problem. Dann, mir haben gestern 2 Punkte gefehlt, um die Olympiade in Deutsch zu gewinnen. Okay. Dann Richard, gut. Dann kommt der nächste hier, Diana. Er hat mir zum Geburtstag gratuliert. Genau. Und Burak, ich habe mich versehen. Im Satz gab es keine Enddeklination. Ah, okay, alles klar. Dann Queen Benito, die Blume, die hinter Ihnen steht, gefällt mir. Das ist eine Pflanze, keine Blume. Ein Baum. Ha, Blume ist mit irgendwas unten oben drauf. Dann, hier kommt der nächste hier. Mir gefällt deine rote Tasse. Ja, danke sehr. Und hallo, Boss. Dann kommt der nächste hier. Hier, Munir schreibt als nächstes. Jeden Tag erzählt meine Mutter den Kindern ein Märchen vor dem Schlafen. Sie bereiten ihr viel Freude und sie hofft, dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, genau, richtig. Aha. Also, jeden Tag erzählt den Kindern. Also, aber du besser sagst du, sie bereiten ihnen viel Freude. Ihnen, Munir, das ist viel besser. Dann hallo Boss, Servus, dann hups, jetzt geht es ein bisschen schnell hier. Dann dieser kleine Hund gefällt den Katzen, genau. Und nice, nice, was ist das da hier? Dann hier guten Abend und der nächste hier, Halime, schreibt hier als nächstes. Hier, Dankeschön, einen schönen Abend und gute Nacht, tschüss. Dann Kossi macht weiter hier. Heute kann ich zur Schule kommen, weil ich einen Termin mit meiner Mutter habe. Genau, und der Boss, danke, und Diana schreibt als nächstes. Gestern bin ich einer alten Bekannten begegnet. Genau, und Amal als nächstes. Obwohl ich morgen um 5 Uhr aufstehen muss, bin ich noch wach. Genau, und dann sind Sie Lehrer? Ja, eigentlich schon. Dann, das hier ist ein Deutschkurs gerade. Dann kommt der nächste hier. Rehona schreibt hier, ich hoffe, ihr bei den Hausaufgaben helfen zu können. Genau. Und Hanan, wir müssen für unsere Rechte eintreten. Genau, dann kommt so wieder. Ich helfe der Frau. Genau. Und Fatima, hier, hallo, guten Abend, Servus. Und Burak schreibt hier, ups, ich habe von Ihnen so viel so gelernt. Zum Beispiel, sowohl die Eltern als auch die Polizei dürfen jemanden drohen, ohne an. Ist das nicht wahr? Nein, dieses an muss weg, Burak, ohne an und dann ist es gut. Also ich drohe dir etwas an, aber ich drohe dir. Also ich drohe dir eine Strafe an, aber ich drohe dir generell. Dann Nabila, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich in meiner Eigenschaft als Kunde bei Ihnen war und die Reise mir überhaupt nicht zufriedenstellend war. Also da, Nabila, du brauchst ein Wahr und dann am Ende noch ein Wahr. Dann Saida schreibt hier als nächstes. Hier, ich bin mit dem Bus gekommen, genau. Und Richard, der Verkäufer hat mir ein neues Auto angeboten, weil ich mit meinem aktuellen Auto unzufrieden bin oder nicht zufrieden bin. Dann Munir. ich meine die Kinder, sie bereiten ihr viel Freude. Ja, dann ist es gut. Dann ist es super, Munir. Aber das Problem ist, der Satz vorhin war so ein bisschen zusammen und ich dachte, vielleicht ist es die gleiche Person. Da musst du irgendwie einen Punkt machen und einen neuen Satz, dann ist gut. Also nice, nice, nice. Warum nicht? Weil wir das immer so zu dieser Uhrzeit machen. Das ist lustig. Dann, sonst habe ich keine Zeit, weil ich hier arbeiten muss. Dann, wenn ich meine Meinung äußern kann, stehen sie dir besser als helle Farben. Genau. Was? Dann Julhas, hallo. Alles Paletti, genau. Dann hier kommen schon wieder die Katzen. Die Katzen gefallen den Mäusen nicht. Gefallen. Oder die Katze gefällt den Mäusen nicht. Dann hier, ich denke, morgen für alle Schüler Schule.
Ja, aber die Schüler hier sind ein bisschen älter, nice mice. Morgen ist die Schule ein bisschen uninteressant, weil wir ja hier alle keine kleinen Kinder sind. Dann kannst du mir helfen. Ich denke hier, fast jeder ist hier erwachsen, würde ich mal so sagen. Dann Jasna schreibt als nächstes hier. Hallo, schönen Abend. Und Aziza, kannst du mir helfen? Ja, schreib mal einen Satz. Dann kommt das nächste hier. Samad, guten Abend. Hier, ich muss mit U früh aufstehen. Ein Wort und ich gehe zur Arbeit. Tschüss. Dann Nejmi als nächstes. Sie sind in der Sonne gelegen, genau. Und hat, was? Sie ist in der Sonne gelegen und hat ein Buch gelesen. Ja, genau. Perfekt. Super, Nejmi. Aha. Dann kommt MC da als nächstes. Als Kind habe ich drei Sprachen gelernt, aber die deutsche Sprache fällt mir richtig schwer. Ich bin alt geworden. Ach Quatsch, das kommt schon. Das ist nur Übungssache. Dann, ich versuche mein Glück. Die Wachmeister drohen dem Verdächtigen mit einer Strafe an. Ohne mit. Sie drohen ihm eine Strafe an. Dann hier, wenn jemand stirbt und seine Familie trösten können, was kann ich sagen? Herzliches Beileid. Beileid. Beileid, sagst du. Dann hier. Was ist das hier? Ich musste auf dem Klo. Ein Riesen. Ja, super. Dann kommt hier der nächste. Agnes, ich meine, wenn du, mein Lehrer Alex, deine Kleidung helle Farbe. Ah, okay. Also, was ist besser, Agnes? Hell oder dunkel? Dann, und warum, Agnes? Dann das nächste hier. Obwohl ich gestern meinen Kopf und meinen Hals. Nee. Obwohl ich gestern Kopf- und Halsschmerzen hatte, war das Corona-Ergebnis negativ. Naja, das war wahrscheinlich einfach nur eine Krankheit, eine ganz normale Erkältung. Aha. Also, dann machen wir doch einfach mal gleich weiter. Also, obwohl ich gestern Kopf- und Halsschmerzen hatte, war das Corona-Ergebnis negativ. Und Nara als nächstes, ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Genau, also ich bin für Sie da. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. So. Eine Sekunde. Dann Nejmi als nächstes. Abend, Sie mit dem Bus. Nee, sie ist am Abend mit dem Bus in die Stadt gefahren. Aha, sie ist am Abend mit dem Bus in die Stadt gefahren. Sie ist am Abend mit dem Bus in die Stadt gefahren. Dann Queen Beleto schaut ihr als nächstes. Das Video, das immer unsere Lehrer gelernt hat, haben mir geholfen. Die Videos, die unser Lehrer gemacht hat, haben mir geholfen. So, ja, jetzt bist du draußen. Also nice mice. Sowas wollen wir hier nicht haben. Tschüss. Weg. Dann hier, Leute, bitte so ein bisschen normale Regeln des Verhaltens und nicht irgend so ein Gefiech. Dann das nächste hier, Zega. Hallo, guten Abend. Und Richard, ich habe gerade meiner Tochter gratuliert, meiner Tochter gratuliert mit R, Richard, R. Dann, weil sie neulich ihre Fahrprüfung bestanden hat. Genau, und Diana, womit kann ich Ihnen dienen? Und Agnes als nächstes. Meiner Meinung nach, okay, jetzt habe ich es verstanden, weil die schwarze Kleidung traurig scheint. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Okay, alles gut, Agnes, dann mehr hell und weniger dunkel. Aber muss manchmal so sein. Dann kommt das nächste hier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke, Jasna. Und Jahin als nächstes. Hier, hallo, können Sie bitte aufklären, was alle und alles, achso, alle Leute und ich weiß alles. Jahin, verstanden? Dann mach doch mal ein Beispiel. Und selber und selbst ist das Gleiche. Dann Silvester als nächstes. Ich habe eine Frage, ob subjektive Bedeutung von modal werden, echt von deutschen Bedeutung. Ja, natürlich. Silvester, ich benutze das immer natürlich. Klar. Also er soll gut sein, er soll intelligent sein und so weiter, klar. Dann, lieber Lehrer, wie nennen Sie die Polizeibeamten? Beamte? Nee, gar nicht, Burak, Polizist. Bei mir heißen die einfach Polizist, Burak. Dann, hier, Wachtmeister sagt kein Mensch mehr, das war vor 100 Jahren. Dann kommt als nächstes hier, was ist das hier, Munir? Die Firma hat ihm ein Angebot unterbreitet, was er zurzeit auf keinen Fall im Arbeitsmarkt finden kann.
aber nichtsdestotrotz hat er abgesagt. Super. Munir, perfekt. Dann kommt der nächste hier. Laut der Erfahrungsberichte der Leute haben sich ihre Produkte als erfolgreich erwiesen. Genau, ohne Z. Und Saida, ich bin mit dem Bus gekommen und Nada, hier nur Beileid. Ja, du sagst, Nada, du sagst damals mein Beileid oder ich wünsche Ihnen mein Beileid. Das kommt ein bisschen drauf an. Und großes B. Dann zu meinem Problem fällt mir leider nichts ein. Aha, und frohes Neues. Dann Lulu, hallo, servus, viele Grüße nach England. Dann kommt hier als nächstes so wieder. Obwohl ich jetzt müde bin, lerne ich hier. Und guten Abend, wer auch immer. Dann Diana schreibt hier, der Kuchen ist mir sehr gut gelungen. Aha, und Hanan als nächstes. Wenn in dieser Woche umziehen möchte, müssen wir auf jeden Fall eine Woche wohnungsschick machen. Wir müssen die Wohnung schön machen oder putzen. Aha, genau, richtig. Dann alle sind von meinem Abendessen überzeugt, sodass ich, alles verspeist wurde, Shahin. Wurde. Dein Essen wurde verspeist. Wurde. Dann kommt MC da. Ich sollte eigentlich schon lange im Bett sein, schon, nicht schön. Aha. Weil ich morgen um 6 Uhr aufstehen muss. Oh Gott, ich auch. Aber ich bin verrückt nach diesem Live-Chat. Ja, das macht nichts. MC da, kein Problem. Wir hören sowieso irgendwann dann auf. Dann Naima. Ihre Videos gefallen mir ehrlich gut. Danke. Oh, danke schön. Das freut mich. Und Silvester schreibt hier, ich gehe schlafen. Gute Nacht. Und Richard. Tschüss, Silvester. Ich habe gerade meiner Tochter gratuliert, meiner wegen gratulieren. Ja, genau, Richard, super. Und Lulu, Polizeibeamter kann man auch, ja, natürlich kann man das sagen, aber ich sage immer Polizist. Das ist am einfachsten. Dann, die Ärzte können ihr nicht helfen. Aha. Und Burak, wenn Herr Alex live dreht, hänge ich an seinen Lippen. Hänge ich an seinen, oh, cool, cool. Dann, wenn das Wetter gut ist, Komma, gehe ich in die Stadt. Dann kommt Jana als nächstes. Die Kinder sollten den Eltern nicht widersprechen. Aha, und Julas, ich möchte gut Deutsch lernen, aber ich kann nicht sprechen mit Mann, aber ich kenne seinen Mann nicht. Ah, der Julas, der Satz ist komisch. Ich will nicht lernen, denn das Wetter ist schön. Ich muss jetzt lernen. Genau, aber der Anfang ist ein bisschen komisch. Dann meiner Meinung nach in der schwarzen Farbe sieht mein lieber Lehrer ein bisschen müde aus. Ach so, nö. Ach so, puh. Das ist mehr so, einmal so, einmal so. Dann hier schreibt ein Lehrer, hallo, servus, was geht? Dann Olena schreibt hier, viele freundliche Grüße aus der Ukraine. Hallo, guten Abend. Und Jasna als nächstes, hallo, servus. Dann machen wir doch einfach gleich mal weiter. So, ich gebe euch nochmal den Link, wo der ganze Dativ nochmal beschrieben ist. Da könnt ihr einfach alles nochmal alleine nachlesen. Dann kommt Samad. Hallo, guten Abend. Ich habe den ganzen Tag Fahrrad in der Stadt gefahren. Ich bin den ganzen Tag mit dem Fahrrad in der Stadt gefahren. Aha. Dann kommt der nächste hier. So, dann... aber es war ein bisschen kalt. Also ich bin den ganzen Tag mit dem Rad in der Stadt gefahren, aber es war ein bisschen kalt. Aha. Dann kommt Hassan, hallo, guten Abend, kein Problem, alles gut. So, hier auf dem Link, den ich euch gerade gegeben habe, da findet ihr die ganzen Verben, die alle mit Dativ funktionieren. Hallo Elfi. Dann kommt als nächstes hier, ihre Videos helfen mir viel oder helfen mir sehr. Ich sehe wegen Ihnen das Live an. Aha, ich sehe wegen Ihnen das Live an. Mhm. Dann kommt der nächste hier. MC da schreibt hier, Herr Alex, wenn ich mich von einem Mann verabscheiden lasse, dann ist Live-Chat schuld. Dein Mann ist eifersüchtig geworden. Ja, das ist natürlich schlecht. Dann sag mal Hallo zu deinem Mann. Sonst wird er ja noch böse. Dann, heute ist es sehr kalt, genau, dann kommt das Nächstes. Hier, ich gehe mit meinen Freunden spazieren, genau. Und Agnes,
Auch für mich ist dieser Videokurs erst eine erste Sahne. Ohne eine, er ist erste Sahne. Dankeschön, Agnes. Obwohl ich oft müde bin, weiß ich, diese Videos zu schätzen oder dieses Video zu schätzen. Oh, cool. Danke, Agnes. Super. Dann kommt Olena hier. Alexander, dein Unterricht gefällt mir sehr. Dankeschön. Dann kommt der nächste hier. Also ich gebe euch nochmal den Link. So, also dann würde ich sagen, jetzt schreiben wir alle nochmal so 2, 3, 4 gute Beispiele und dann gehen wir langsam irgendwann mal ins Bett. Dann kommt als nächstes Nabila. Ist im Fall einer Stornierung diesbezüglich die Entschädigung zu zahlen? Also nochmal. Ist im Fall einer Stornierung diesbezüglich eine Entschädigung zu zahlen? Ja, genau. Also im Fall plus Genitiv, Nabila. Genitiv. Okay, so. Dann kommt Hanan als nächstes. Wenn wir in dieser Woche umziehen möchten, müssen wir auf jeden Fall diese Woche die Wohnung schick machen. Genau, richtig. Diese, das R muss weg. Sprich, putzen und die Wände streichen. Ja, genau. Und Jasna, wie geht's? Ja, super. Und selber? Und Burak schreibt hier, die Verkäuferin bietet ihre Angebote an, damit die Kunden angelockt und damit sie die Kunden anlocken und beeinflussen kann. Genau. Und Saida, mein Sohn hat gestern Geburtstag. Hatte. Saida, mein Sohn hatte. Und Shahin als nächstes. Dank Ihres Live-Chats und der Unterlagen konnte ich meine Deutschkenntnisse erweitern. Super, Schein, danke sehr. Dann kommt das nächste hier. Hier kann man so sagen, Herr Alex, und seine unsterbliche Eleganz. Ja, danke. Dann kommt hier Sürgia als nächstes. Das hat uns allen so gut gefallen. Genau. Und dann herzlichen Dank. Und dann kommt Richard hier. Sie glaubt ihm nicht, weil er immer Lügen erzählt. Lügen, Richard. Lügen erzählt. Lügen, Lügen. Und das Verb ist, also das Nomen ist die Lüge. Und das Verb ist Lügen. Okay? Lies. Dann kommt Rehona als nächstes. Morgen muss ich auf mein Kind aufpassen. Ein Wort. Und dann morgen muss ich früher aufstehen, da ich zur Ausländerbehörde gehe, um meinen Aufenthalt abzuholen. Genau, Ausländerbehörde. Okay, dann MCDA. Ich habe am Freitag bis 23 Uhr im Live... Nein, Freitag meistens nicht. Ich musste leider ins Restaurant gehen. Und Samstag auch. Meistens Freitag und Samstag, MCDA. Geh mal lieber auch ins Restaurant. Dann, die Sachen gehören in den Schrank. Aha. Und Olena schreibt hier, sie helfen uns, unsere Deutschkenntnisse zu verbessern. Genau. Und Diana, sie kamen uns ein Stück auf halbem Weg entgegen. Aha. Und Netschmi, sie sind mit ihren Freunden in ein Restaurant gegangen und sie hat sich über ihren Urlaub unterhalten. Also, sie ist mit ihren Freunden in ein Restaurant gegangen und hat sich mit ihren Freunden über den Urlaub unterhalten. Genau. Und als nächstes kommt Munir. Ich habe heute so viele Sachen erledigen müssen, dass ich im Moment ins Bett gehen sollte, dass ich jetzt ins Bett gehen sollte. Ich habe mich heute leider auf wenige Beispiele beschränkt, aber nächstes Mal schreibe ich mehr. Ey, morgen geht es sowieso weiter, Munir. Kein Problem. Dann kommt Nada als nächstes. Wir hören jetzt sowieso auf, Munir. Alles gut. Dann hier, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Kein Problem, alles gut. Und Diana, gute Nacht. Also Leute, ich würde sagen jetzt alle gute Nacht. Es ist nämlich schon echt ziemlich spät geworden und ich muss morgen leider auch sehr, sehr früh aufstehen, sprich um 6 Uhr. Ja, damit ist fertig. Dann, ich glaube, Montag geht immer bei mir langweilig. Ja, genau. Ist bei mir immer langweilig, nicht geht bei mir, ist bei mir immer langweilig. Aha, Olena, gute Nacht, tschüss. Munir, vielen lieben Dank, kein Problem. Bonne nuit, à demain, ciao. Dann kommt Munir als nächstes. Das Haus des Lügners ist abgebrannt und keiner hat ihm geglaubt, weil er immer die Menschen angelogen hatte. Genau. Und dann kommt Naima, morgen muss ich früh aufstehen
obwohl ich ihre Videos, nee, deshalb, nicht obwohl, deshalb muss ich ihr Video abschalten, Naima. Dann Richard, gute Nacht. Tschüss, Agnes, gute Nacht. Ciao, Lulu. Dann, wenn ich einfach Gas gebe, Deutsch zu sprechen und zu beherrschen in einem, ja, doch, Lulu, ein Jahr ist genug, passt schon. Fleißig lernen, ein Jahr ist gut, geht auch manchmal noch schneller. Ich habe einen Schüler zurzeit, der hat, glaube ich, in 4 Monaten gelernt, aber der ist noch ein bisschen jung. Der ist ziemlich, ziemlich schnell, würde ich sagen. Dann, ich bedanke mich bei Ihnen, genau. Und nada, schlaf gut, tschüss und so wieder. Genau, wir haben morgen frei. Was, ihr habt morgen frei? Ich nicht, ich muss morgen arbeiten. Also Leute, gute Nacht allerseits. Wir sehen uns morgen Abend, gleiche Uhrzeit wie immer, so gegen 22 Uhr. Und ja, dann tschüss, ciao Lena. Gute Nacht, Elfi, tschüss. Toller Stream, finde ich klasse. Dankeschön, Elfi, tschüss. Also, gute Nacht, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, Julas, tschüss, servus, Burak. Aha, damit wir besser beherrschen können. Genau richtig. Aha. Also, Herrn Alex hilft seinen Zuschauern, damit sie Deutsch besser beherrschen können. Damit sie Deutsch besser beherrschen können. Dann warte, bis ich zurück bin. Er lässt, anstatt zu arbeiten, ich möchte die B1-Prüfung bestehen. Ja, dann, wer die B1 machen will, Julhas, geh mal da drauf. Da findest du die ganzen Beispiele. Die kannst du dir einfach runterladen. Dann gute Nacht, tschüss Sergio, tschüss Lucia, servus, gute Nacht und Love M, was ist das da? Ich muss morgen nicht zur Schule gehen, da ich Zahnschmerzen habe. Oh Gott, gute Besserung. Rehona, gute Nacht, tschüss Hajar, servus Sabriel, gute Nacht Burak, servus, vergesst das Like nicht, genau. Oh cool, noch 4 Likes und wir haben 100, das wäre super cool. Dann Agnes, genau, Burak ist sehr fleißig, ja Burak ist immer fleißig. Aha. Dann Emsida, gute Nacht, tschüss Subida, servus, gute Nacht. Kibrom, gute Nacht, tschüss, gute Nacht, bis morgen, gute Nacht, Kibrom, gute Nacht, aha. Dann haben wir 98 Likes, noch 2 und alles ist gut. Dann Fahim, ich hüte Ihren Unterricht, Moment, ich höre Ihren Unterricht sehr gern zu, weil es nicht langweilig ist. Ich höre, nicht hüre, höre, ö, o, Umlaut. Genau, auf jeden Fall. Dankeschön. Tschüss, Fahim. Servus, Kibram. Bitteschön. Ciao. Also noch 3. 101. Sehr cool. Wir haben es geschafft. Genau, 101. Aha. Dann merci beaucoup, de rien. Tschüss, bonne nuit à tout le monde. Gute Nacht. Ciao. Servus. Dankeschön, Burak und Naima. Danke und Love M. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Servus, Lulu. Gute Nacht. Aha. Träum was Schönes. Träum, Lulu. Träum was Schönes. Aha. Dann Liv, tschüss, 102, genau, servus, Burak, gute Nacht, Elfi, gute Nacht, tschüss. Dann ich bedanke mich bei Ihnen wegen Ihrer Hilfe, genau, Ihrer Hilfe, Ihrer. Und Safa, gute Nacht, tschüss, ich bin zu spät gekommen, macht nichts, morgen geht's wieder weiter, 22 Uhr, servus, ciao Liv, tschüss, servus. Und Safa, gute Nacht, also ich bin weg, ciao Burak. Sonst schläft er ein, genau. 105, 104, 105, ja genau. Super. Danke, ciao.